Hey Leute, willkommen zurück bei The McRae 3 und wir beginnen die Mission 19 und da kommt gleich eine Cutscene. Wer war das? Gut, ja, das Spiel ist bald vorbei. Ach ja. Schlimmer Doppelgänger, komm. Dann mal kurz nochmal gucken. Bam, 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 Freundlich. Ich brauche hier nichts mehr. Vielleicht noch eine violette Kugel, ja, okay. Ja, das Spiel ist gleich ist bald vorbei, nur noch zwei Missionen. So. Und gleich zum Anfang kriegen wir hier Gegner. Oh, und mein Gamepad ist irgendwie gerade. Fühlt sich komisch an. Okay, ich werde mal versuchen, ob ich jetzt mal halbwegs vernünftig spielen kann. Naja, mal. Oh ja, komm. Oh, komm. Ja. Oh, könntest du mal jetzt sterben? Danke. Ja, ich habe die Mission hier schon mal angetestet. Ups. Hat Doppelgänger an. Den wollte ich doch gar nicht anmachen. Oh, komm. Du kannst doch gar nicht mehr so viel Leben haben. Und... Rote, ja, danke. Wow. Ich habe das rote Zeug noch bekommen. Und jetzt müssen wir im nächsten Raum. Im nächsten Raum ist wichtig, einfach nur die Spiegel jetzt zu zerstören, die grün leuchten. Mehr ist hier nicht wichtig. Nur die grünen Spiegel kaputt machen und dann habt das. Oh, komm. Danke. Ja, dann gehen nämlich auch alle Gegner im Raum automatisch tot. Von daher. Und das müsst ihr nur zweimal machen. Lasst mich in Ruhe. Oh mein Gott, komm. Oh, die Spiegel. Mein Spiegel zeigt mir nicht, was ich sehe. Oh, verdammt. Ja, jetzt geh kaputt, Spiegel. Spiegel, geh kaputt. Danke. Wah. So. Damit haben wir es freigeschaltet. Den Weg zum nächsten Raum. Hier oben ist noch nämlich noch was jetzt hier. Großer Lebenskraftstein. Fick dich. Ich weiß nicht. So. Ja. Dürfen wir hier rein. Wir kommen in den nächsten Raum. Hier ist einfach nur wichtig. Überleben. Das ist das Einzige, was man hier machen muss. Nein! Ich wollte meinen Schatten noch gar nicht aktivieren. Verdammt! Was denke ich mir? Gar nichts. Ja, komm. Was?
Oh, treffen auch Dante. Komm. Bam. Ah. Oh mein Gott, ich treffe die nicht. Aber guck doch mal, jetzt ist die Lebensanzeige komischerweise wieder da. Ich habe keine Ahnung wieso, aber wird schon seinen Grund haben. Naja. So, das war's. Es kommt hier nämlich was in der Mitte raus. Das Ding nehmen wir dann. Komm. Samara. So. Was hat das zu bedeuten? Ich habe keinen Plan, was Samara sein soll. Könnte sein, dass das irgendwas mit Religion irgendwas zu tun hat, aber ich weiß es nicht. So. Oh mein Gott, wir sind wieder hier. Holen wir uns das Ding. Gehen wir weiter. Na, nochmal weiter. Als ich das erste Mal gemacht habe, wusste ich echt nicht, wo lang. Da habe ich irgendwie 10 oder 20 Minuten gebraucht, bis ich den Haus gefunden habe. Hier ist eine Statue. So. Das Ding haben wir denn, das Ding setzt er denn da ein. Und das Portal ändert sich. So. Und hier ist auch schon gleich der Endgegner, der Level. Gleich. Habe ich gesagt. Lalala. Lauf, Dante! Lauf um dein Leben. Und wir haben nicht genug Kugeln, um uns irgendwas zu kaufen. Von daher gehen wir einfach ein. It's like staring into a backed up toilet. Why do you always stick your nose in other family's business? Come on, dude. Don't you have any hobbies? So hideous. Can't you tell by looking at me? Anyway, that shape suits you better. Let's begin the main event. Ja, wir kämpfen jetzt gegen Arkham. Allerdings etwas verändert mit der Kraft von Sparta. Ja. Er sieht ihm nicht mal ähnlich. Aua. Oh mein Gott, das habe ich... Das habe ich vorher geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Was soll denn der Scheiß jetzt? Natürlich! Er trifft mich jetzt die ganze Zeit. Wie soll es doch anders sein? So, hierfür brauche ich nämlich die Bazooka, weil die Viecher können gewonnen werden mit der Bazooka. Und natürlich, wenn ich aufnehme, dann greifen die Viecher... Schnauze! Ich nehme auf! Verdammt! Haltet doch mal eurem verfickten Schnauzen, ihr Tricksviecher! Yay! Doppelt gemoppelt! Hä? Wo ist denn jetzt mein... Wo war mein Teufel-Image? Oder wo war mein Klon? War mein Doppelgänger? Verdammte Scheiße, auf den kann man sich ja nicht mal verlassen. Okay, man muss auch sagen, er geht mit One Hit Down. Schnauze! Alter!
Das tut in den Ohren weh. Gott. Wieso bin ich gleich tot? Ich habe das vorher geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Oh Gott. Ja, ich bin gleich über meine Zeit, von daher mache ich mal hier einen kleinen Schnitt. Bis gleich.